Hallo zusammen, mein Name ist Lorathir, gelernt Köbikow, Serioga. Und heute filmen wir Versteckspiel. Aber seht euch diesen Ort an. Das ist eine riesige, aufblasbare Stadt. Wir haben alle Hubburgen in unserer Stadt gesammelt und unsere eigenen kreiert. Wir haben diesen gebaut, um es auch zum Verstecken zu benutzen. Wir haben auch ein Hangar, unser Büro, die Umgebung, die Parkplätze, ein Auto, das Dach. Man kann sich überall verstecken. Aber das Verstecken wird ungewöhnlich sein. Wir werden Tarnversteckspiel haben. Lass mich erklären, was es bedeutet. Wir haben eine besondere Person, die Body Art macht. Das ist eine Person, die verschiedene Zeichen auf deinem Körper malt. Und das sieht sehr schön aus. Er kann auch ein T-Shirt auf deinem Körper zeichnen und es wird zuerst sehr schwierig für dich sein, um es vom Echten zu unterscheiden. Wir haben speziell gerufen, damit jeder von uns ein Million werden kann und in dem Ort verschmelzen kann. Zum Beispiel dieser Ort, Leute. Er ist gelb, er ist blau und rot. Ich lege mich hier drauf und ich werde rot, blau und gelb. Und die werden mich bemalen. Das ist sozusagen meine Tarnung. Ihr versteht schon, Leute. Er kann euch wie ein Rasen malen, wie Asphalt, wie Dach, wie den Backstein malen, wie ein Fenster, wie alles mögliche. Und natürlich für euren Standort. Leute, heute gibt es zwei Spiele. Im ersten Spiel sucht ihr drei euch einen geeigneten Ort, erzählt den Body Art Künstler von diesem Ort und er wird euch so schminken, dass ihr so aussieht. Und ich versuche euch zu finden, euch zu dritt. Und wen ich zuletzt finde, bekommt 1000 Euro. Gib sie her, ich bin fertig. Nein. Ich bin wie eine Schlange. Ich werde mich verstecken, du wirst mich überhaupt nicht finden. Also Leute, könnt euch bereits zerstreuen, nach Orten für euch selbst suchen, im Allgemeinen schauen, wo ihr euch verstecken könnt. Und dann müsst ihr mich finden. easy. Wenn ihr euch suchen werdet, werdet ihr diesen Ort sehr, sehr genau anschauen. Ich werde die ganz, ganz geheimen Orte finden und die Natur genießen. Das war's Leute, es ist soweit. Ihr habt 10 Minuten, um euch einen Standort zu finden und dann mit dem Malen zu beginnen. Nun, schauen wir uns in dieser aufblasbaren Stadt um und ich werde versuchen, den abgelegensten Ort hier zu finden. Weil ich nämlich klein bin, werde ich irgendwo klettern. Sie werden Farbe auftragen und dann fangen wir an, Blattwirt für mich zu suchen. Also, was haben wir? Kein schlechter Ort, aber ich denke, Vlad springt schnell rein und findet mich sofort. Wir müssen woanders suchen. Oder verkleide ich mich hier als Maulwurf? Obwohl, hier ist ja ein durchsichtiges Netz und er wird nicht sehen, ja. Lass uns sehen, was da ist. Ja, also hier, Leute, wenn ich mich jetzt hier hinlege und ich mich klein mache, bemerkt er mich wahrscheinlich nicht. Ja, ich denke, es passt hier. Mal schauen. Und was, wenn ich mich hier unten verstecke? Könnt ihr hier klettern? Ich denke, genau hier, wenn ich mich hinlege. Nein, es ist gefährlich hier. Ich könnte jeden Moment runterfallen. Die auflösbare Stadt ist natürlich cool. Viele Farben, groß, einfach zu schminken und Sachen zu machen. Aber ich denke, Vlad wird mich zuerst hier aufsuchen. Oh, ich kenne einen guten Ort, wo es ein bisschen heller ist. Schauen wir uns das bitte jetzt an. So. Nein, das ist hier alles viel zu dick. Ich glaube, da kann mir nicht mal ein Körperkünstler bei so etwas helfen. Also Leute, eigentlich war ich derjenige, der bestanden hat, einen neuen Teil von Verstecken zu drehen, Leute. Ich liebe es einfach so sehr. Das ist die lebhafteste, die coolste und beste Rubrik, die wir überhaupt haben. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der auch wirklich Verstecken liebt. Aber wenn dieses Video auch genügend Likes bekommt, dann werden wir noch mehr Versteckvideos machen. Und wenn es viele Likes gibt, dann gibt es auch einen neuen Teil. Und die werden noch cooler und interessanter. Ich denke, Leute, wenn ihr 2 Millionen Likes bekommt, da können wir sogar in ein anderes Land fliegen, um da ein Verstecken zu machen. Also ich weiß nicht, vielleicht zum Silvester oder zum Weihnachtsmann. Also Leute, lasst dieses Video unbedingt liken, damit die Jungs verstehen, dass Verstecken ein cooles Format von Videos ist. Also Leute, lasst es uns ihnen beweisen, dass Verstecken nicht nur für mich cool ist, sondern auch für euch. Also gebt uns dem Video ein Like und ich habe wenig Zeit, ich muss mich dringend verstecken. Ja, Leute, zuerst habe ich mich entschieden, zu unserem Hangar zu gehen, weil es sehr groß ist. Und schau, was denn vom letzten Video übrig war, Alter. Riesige Wasserpfütze. Schaut euch dieses riesige Ding an. Hört zu, Alter, es gibt eine interessante Idee, dich direkt in diesen Pool mich zu verstecken, Alter. Eintauchen, einfach hinlegen und für das gesamte Video im Wasser liegen bleiben, Alter. Das ist doch eine geile Idee, und was meint ihr, Alter? Aber dann werde ich die Regel dieses Videos brechen und mich nicht weiter im Wasser schminken können. Ich bin kein Waschbär, also suche ich mir einen anderen Ort zum Verstecken. Also, vielleicht soll ich mich an der Wand schminken hier, unter den Ziegeln. Nein, das ist zu lahm. Was soll ich machen? Mich im Schrank verstecken? Übrigens, Abonnenten, Alter, ihr wisst wahrscheinlich nicht, was sich in diesem Schrank befindet. Aber ich werde ständig in diesen Videos gefragt. In diesem Schrank befinden sich die Snacks für das gesamte A4-Team, Alter. Alles ist da, Alter. Cracker, Chips, Nutella und so weiter. Vielleicht hier verstecken und Vlad wird nicht einmal raten, diese Tür überhaupt zu öffnen, Alter.
Nein, Vlad wird raten, weil er gerne Arten von Süßigkeiten isst, also das ist keine Option, Alter. Also, okay, ich nehme einen Snack und suche mir einen Platz, wo ich mich noch verstecken kann. Also, dieser Ort ist direkt hinter uns. Das ist Vlads Büro nämlich. Also hier und... obwohl Vlad nicht da ist, ist es immer noch irgendwie schlecht reinzukommen. Sie bitten nämlich nicht zu stören. Aber hier in dieser Ecke wird es eine gute Gelegenheit geben, sich zu tarnen. Und hier gibt es zwei leuchtende Farben und ich werde sie einfach perfekt mischen. Ich verwandle mich in ein Chamäleon. Kannst du dich also immer noch an einem dieser Orte verstecken hier? Leg dich einfach hin und schminke dich rot. Aber es ist irgendwie unbequem hier. Es ist wirklich unbequem, Alter. Und die Sonne ist sehr heiß. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich hier sehr lange liegen werde, Alter. Nein, wir müssen woanders hin. Nein, hier ist dumm, Alter. Ich werde weitermachen. Oh, tolle Location hier. Ich habe nicht erwartet, dass es so weich ist, Alter. Theoretisch kannst du dich hier verstecken, aber wenn Vlad versucht, auf die gleiche Weise hierher zu springen, wird er einfach mich zerquetschen, Alter. Auf jeden Fall, ey. Das ist keine gute Idee hier, Alter. Weg. Also, hier haben wir eine Mauer. Viel zu auffällig. Und wenn wir etwas Weißes hier machen? Nein, das ist auch nicht richtig. Wir müssen irgendetwas Gutes uns ausdecken. Leute, unser Lager wurde offen gelassen. Das ist eigentlich eine Seltenheit bei der A4-Produktion. Aber wir können versuchen, uns hier mal zu verstecken. Wir haben hier so viel Spaß, Leute, und Interessantes. Ein ganzes Lager von A4. Du hast keine Ahnung, wie viel hier überhaupt hier ist. Wir haben hier verschiedene Schuhe, Leute. Irgend so eine Art Blaster. Boah, Leute, zieht euch mal diese moderne Fliegklatsche ein. Die hatten wir auch in unserer Videos gehabt. Das war voll cool. Wir haben hier voll viel für die Videos. Sogar einen Abo-Knopf. Schaut mal, er liegt hier sogar. Er liegt auf dem Platz, dass ihn alle sehen können. Du siehst ihn direkt und weißt, was du tun musst. Du musst direkt abonnieren. Ist doch klar, Mann. Du klickst drauf, er wird grau. Und dann bist du in unserem Kanal abonniert und wirst immer unsere coolen Videos sehen. Also, bitte, es ist ja wichtig für uns. Like unseren Kanal und dann machen wir die A-Familie größer. Und dann wird es noch viel besser sein. Und dann werden wir noch krassere Videos machen. Und dann werden wir 800 solcher Lagerhäuser brauchen, um coole Drehs zu machen. Alles hängt nur von dein Abonnement ab, also abonniere. Wir haben hier sogar noch so einen kleinen Kinderwagen, aber ich glaube, Kalbikopf hat ihn von zu Hause mitgebracht. Frag besser nicht. Verdammt, ich glaube, ich werde hier wirklich auffällig sein. Es ist hier echt irgendwie so farbenfroh und man muss irgendwas Solides, Eintöniges finden. Was wäre denn, wenn ich eintönig wäre und außergewöhnlich? Und was ist, wenn ich ein Geländewagen wäre? Ich bin ein Genie im Geländewagen. Voll gut, Leute, ich hab's mir ausgedacht. Also, ich rufe jetzt den Body Art Künstler an, er malt mich an und er wird hier überhaupt nicht zu sehen sein. Ich kenne Vlad, er wird einmal vorbeikommen, nur einen Blick drauf werfen und das war's. Er wird mich voll nicht an. Also, Leute, ich habe mich entschieden. Ich werde ein Geländewagen. Tut mir leid, mein Kleiner. Ich bin noch ein bisschen auf dem Gelände herumgelaufen, habe geschaut, wo man sich hier noch verstecken kann. Und wisst ihr was, was ich verstanden habe, Alter? Wie sieht das hier aus, Alter? Das ist meine Idee im Pool, Alter. Hier gibt es ein trockenes Ballbett, Alter, und ich werde hier reinspringen. Gesagt, getan, Alter. Und diese Bälle verkleiden mich einfach. Schaut euch das hier an, Alter. Sie liegen hier chillen wie weiche Bälle, Alter. Was für ein geiler Nervenkitzel. Habe ich als Kind immer von geträumt, Alter. Übrigens, Leute, wir haben so viele Trampoline hier. Schreibt in die Kommentare, wie gerne wir Trampolin springen würden, Alter, und solchen Becken schwimmen würden, Alter. Schreibt einfach. Ich zum Beispiel liebe das total. Also, das war's, Alter. Komm, lasst uns weitermachen jetzt. Weiter. Also, Leute, der Künstler ist schon bereit, mich anzumalen. Ich werde mich genau hier hinstellen und er wird mich wie einen Geländewagen verwandeln. Also, Leute, schaut euch an, was hier für eine coole Ausrüstung er dabei hat für diesen Bodybrush. Also, er hat hier diesen Luftkompressor. Dann hat er noch den Airbrush hier. Das ist echt cooles Zeug, Leute. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sieht cool aus. Schau dir hier das Ding an. Und sieht aus wie bei Tätowierungen. Außerdem lässt sich das Ganze sehr gut abwaschen. Also, das ist ein riesiges Plus, denn weil wir morgen auch noch drehen. Deshalb muss man sauber sein. Also, ich stehe hier schon und warte auf dich. Es fühlt sich an, als würde ich tätowieren werden. Auf dem ganzen Körper. Irgendwie komisch fühlt sich an. Ey, kannst du mir das Tattoo auch übermachen? Ja, ich will mal. Es ist schon weg, Leute. Mir ist kalt, Leute, aber ich weiß, dass es cool werden wird. Ich bin schon zu etwa 50% ein Geländewagen. Mir gefällt das echt, Leute. Also, Leute, jetzt kommt ein sehr wichtiger Moment. Man wird mir gleich mein Gesicht überstreichen. Und nur ihr, Leute, könnt sehen, wie das geworden ist, weil ich kann es nicht. Also, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Farbe auf eine Wasserbasis ist und sie ist voll sicher. Also, alles in Ordnung, keine Sorgen. Das ist extra guter Body Paint. Also, Leute, hier ist alles cool.
Also Abonnenten, was denkt ihr, kann man mich sehen oder nicht? Ich denke, er wird nur einen Blick drauf werfen und mich gar nicht sehen. Ich denke, es ist mega cool. Das war's. Ich bin bereit, Leute. Dann werde ich noch etwas poliert werden, damit es realistischer aussieht. Aber im großen Teil bin ich fertig. Ich mach die Augen zu und ich verschmelze. Also Leute, Glent ist weg, ich bin nicht mehr da. Bam! Und Glent ist wieder da. Leute, also mir gefällt das Endresultat wirklich sehr. Also man hat ein Foto gemacht, das mir gezeigt. Es ist sehr gut. Ich denke, 50-50. Vielleicht wird er mich finden, vielleicht nicht. Wenn er gute Augen sieht, wird er mich sehen. Aber wenn er einfach nur irgendwo hinschaut und nichts macht, wird er mich niemals finden. Ich bin jetzt bereit, ich kann mich schminken. Hier, schaut mal. Ich werde hier stehen. Jetzt könnt ihr mich zwar sehen, aber in ein paar Minuten werde ich überhaupt nicht mehr zu erkennen sein. Ich werde unsichtbar. Oh, es ist so ungewöhnlich. Es ist so viel Farbe auf meinem Gesicht, dass ich mich kaum bewegen kann. Meine Augen, sie öffnen sich kaum. Aber ich mag dieses Video wirklich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ich mich in dieser Wand aussehe. Ich denke, Vlad wird sehr lange nach mir suchen. Nun, kannst du mich sehen? Ich bin hier. Mir scheint es, dass ich perfekt mit der Wand verschmelzt bin. Und wenn Vlad vorbeigeht, wird er mich definitiv nicht bemerken. Das Wichtigste in dieser Zeit ist nicht zu atmen. Los, los, los. Ich muss ganz ruhig bleiben. Verdammt, während die Jungs bemalt wurden, wurde es draußen ziemlich kühl. Aber es wird mich trotzdem nicht davon abhalten, den heutigen Kampf zu gewinnen, Alter. Jetzt werde ich mich unter diese Ballons malen und ich werde mich dort hineinlegen. Eigentlich, ach komm, lasst uns anfangen. Mein erster Eindruck ist, es ist sehr kalt, Alter. Aber ich habe mich fest dazu entschlossen, zu gewinnen, Alter. Und ich werde einfach durchhalten und einen Mann verwandeln, Alter. Alter. Schreib in die Kommentare, wie ich jetzt aussehe. Ob es wie Ei aussieht oder geil, Alter. Das glaube ich aufrichtig, Alter. Ich habe noch eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, Alter. Auf jeden Fall, Mann. Ich sehe ich im Moment so aus, Alter. Jetzt steige ich mal da rein. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht reparieren wir noch was, Alter. Mit Farbe bedecken oder so. Wir werden uns wie Luftballons fühlen, Alter. Die Ballons sind übrigens auch sehr kalt. Kameramann, kann man mich sehen? Ich hab doch gesagt, Alter, ich werde so aussehen. Das war's, Alter. Jetzt lege ich hier und warte tatsächlich, bis Vlad mich findet endlich. Leute, schaut euch das an. Langsam wird es dunkel. Weißt ihr, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Ich habe Tee getrunken. Mir gefällt das Drehen des Videos sehr. Ich habe keine Ahnung, wo die Jungs sind, aber ich habe Zeit, um sie zu suchen. Kommt zur Sache, Leute, und fangen nacheinander an. Ich scheine dort niemanden zu sehen. Da ist niemand, da auch niemand. Wir gehen direkt zum Hangar. Ich habe gehört, dass Vlad bereits mit der Suche begonnen hat. Also ich muss die Augen schließen, tief einatmen, tief ausatmen und beruhigen und einfach abwarten. Ich weiß nicht, wie lange ich noch warten soll, aber ich werde schon etwas müde. So, so, so. Leute, ich habe immer noch keine Ahnung, wie die aussehen, also muss man genau beobachten. Also niemand? Decke vielleicht? Wo sind die denn? Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Gehen wir nach oben, um das alles von oben anzusehen. Okay, ich komme runter. Wo sind die Leute? Also 100% muss sich hier jemand versteckt haben. Na, das ist so eine riesige Location. Naja, das ist doch logisch. Na, wir haben das nicht umsonst gemacht. Obwohl, die Jungs haben das vielleicht genauso gedacht. Und die haben diesen Ort bewusst nicht benutzt. Okay, schauen wir das nochmal alles an. Hier scheint niemand zu sein. Gehen wir weiter.
Verdammt, ich bin jetzt so geschockt, er hat mich nicht gefunden. Könnt ihr euch das vorstellen, Alter? Ich war nah an diesem Pool dran. Es scheint mir, ich habe die erste Person gefunden. Lass uns gehen. Glenn, großartig. Nun, was soll ich sagen? Wahrscheinlich deshalb, weil mir die G-Klasse sehr vertraut ist und ich sogar ein Staubkörnchen drauf erkennen kann. Aber es gibt hier eine deutliche Farbverzerrung. Du konntest dir doch einen besseren Ort einfallen lassen. Wieso G-Klasse? Also du würdest damit von der Seite stehen. Ich dachte nur, dass ein Geländewagen weniger Aufmerksamkeit schenken würde. Also. Ich drehe nur meinen Kopf und da sind einige Farben. Also ich dachte, was passiert? Wer hat's kaputt gemacht? Sehr krass. Ich bemerke alles in diesem Auto und hier ist alles in nur Objekt, blendet alles durcheinander. Oh, verdammt, bin ich der Erste? Ja, aber was ich dir sagen möchte, die Qualität der Arbeit ist ausgezeichnet. Aber wenn du an einem neuen Ort stehen würdest, den ich zum ersten Mal sehe, würde ich es überhaupt nicht merken. Nächstes Mal werde ich dran denken, wirklich. Nun, Glenn, ich habe mir den Hangar angesehen, den Bereich, und jetzt bewege ich mich so, jetzt gehe ich ins Büro. Ist hier jemand? Ich weiß es nicht. Na, so nah beieinander würdet ihr euch wohl kaum verstecken. Na, habt ihr mein Auto noch lackiert? Ja, du hast doch nicht gesehen, was wir mit deinem Lambo gemacht haben. Also, Regale, Breta, ein Seil. Oh, eine kommt von jemandem, von einem Außerirdischen. Verdammt, das ist Verstecken. Die sind ja alle vergeschminkt. Ja? Also sitzt kaum jemand in einer Box. Okay, das erleichtert meine Arbeit. Okay, Leute, wir gehen ins Büro. Die Tür im Geschoss ist offen. Ja. Wenn sich jemand im Büro versteckt, wird es für mich leicht sein, ihn zu finden. Den hier habe ich alle Bilder und alles im Prinzip schon gesehen. Und das werde ich Unterschiede sehen. Also lass uns gehen. Also, ja. Hier wird es noch repariert, schaut es euch nicht an. Weiße Wände, Gitter. Okay, lass uns zuletzt in diese Zone gehen. Und jetzt gehen wir schnell nach oben. Wir gehen nach oben. Hörst du, Sanja, sag's mir bitte. Ist jemand auf dem Dach? Nein? Danke. Hier ist alles sauber. Also, mal sehen, was in meinem Büro los ist. Oh, die Tür geht nicht auf. Lebt ihr? Ist es eine Skulptur? Oh, hallo. Oh, verdammt. Schau dir Glenn an. Sergei, haben Sie dich auch erkannt, Bro? Leute, ich sage es euch, dass ich was tun will, dieses Versteckspiel an einem anderen neuen Ort zu drehen, weil ich jetzt alles hier kenne und ich sehe die Unterschiede sofort. Ich bin seit seiner Entstehung auf diesem Planeten. Ich bin ein Genie im Geländewagen. Oh, ich kann endlich ausatmen. Ich stand hier 40 Minuten lang wahrscheinlich. Hier liefen Leute im Büro herum und bemerken mich nicht einmal. Wie hast du mich so schnell bemerkt? Wir dürfen es sehen, Jungs. Also ist hier jemand? Niemand scheint das zu sein. Ich verstehe, gehen wir weiter. Wir müssen zurückgehen. Mir scheint, dass überall, wo ich war, keine Menschen sind. Das ist hier ein Korridor. Langsam fangen wir erst zu erforschen. Also wartet, Kibikov hat bereits 1.000 Euro gewonnen. Ich verstehe nicht. Okay, aber man muss ihn trotzdem finden. Also, hier schaue ich in beide Richtungen. Niemand ist hier. Schränke sind leer. Also, wir können nicht hier rein, also ist es unwahrscheinlich, dass er hier versteckt hat. Hier vielleicht. Toilette? Ja? Verdammt! Also Leute, das war's. Ich bin zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Ich habe jeden Meter in dem gesamten Hangar herumgekämpft. Und ich kann Kumpikov nicht finden. Ich weiß nicht. Sei ehrlich, weißt du es? Ich weiß es. Also du wirst mir nicht helfen. Leute, ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ich war überall, ich habe ihn nie gefunden. Ich verstehe nicht. Ich schwöre wirklich. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht finden. Ich verstehe. Kurz gesagt, ich möchte dir sagen, Kibikov, ich habe einen kleinen Hinweis bekommen, weil ich hier die ganze Zeit rumlaufe und alle über mich lachen. Kibikov, übrigens, du hast gewonnen. Im Ernst? Ja, ernsthaft. Nur es sieht so aus, Alter. Farben, Alter. Du bist normal an mir vorbeigegangen, Mann. Verstehst du, Mann? Ja, ich sage dir, ich würde hier mich nicht aufhalten. Ich bin durch jede Attraktion gegangen. Ich habe mir alles angeschaut, alles durchgeschaut. Ich will Kohle, Alter. Akzeptierst du Karten? Verstehe. Schick rüber. Wirklich, verdammt. Ich mag dieses Ort wirklich sehr. Es war so schwer, dich zu sehen. Okay, Leute, jetzt müsst ihr mich finden. Ihr geht
geht jetzt, entspannt euch, trinkt Tee, wie ich gemacht habe, und ich schminke mich und verstecke mich. Ganz einfach, kein Problem. Leute, ich habe mir ein Spiel im Spiel ausgedacht. Lass mich jetzt verstecken und jeder wird Zeit haben, um mich zu finden. Und derjenige, der mich am schnellsten findet, holt euch die weiteren 1000 Euro. 500. 1000. 500. 1000. 500. 0. Okay, 500. Das ist es. Ich werde einen Platz suchen. Also, Jungs, es ist an der Zeit, nach Platz zu suchen. Es ist jetzt etwas dunkler geworden. Also, das macht das Blatt leichter, weil im Suchen das Dunkeln schwieriger sein wird. Aber ich denke, wir drei werden das schon schaffen, irgendwie. Jeder von uns hat jeweils 5 Minuten. Wer wird ihn zuerst suchen? Nun fangen wir an, Alter. Du warst der Erste, der gefunden wurde. Okay. Also, wie auch immer, Leute. Ich denke, Vlad ist schlau und er könnte sich gleich am Anfang versteckt haben. Nein, er hat sich hier nicht versteckt. Aber es wäre nicht schlecht gewesen, ihn sofort zu finden. Okay, hier ist niemand. Vlad! Nein, also hier ist er auf keinen Fall. Ich habe noch 2 Minuten. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Vielleicht da irgendwo? Nein, das wäre viel zu klug für ihn gewesen. Nein, also hier hat niemand gequietscht, also ist er nicht hier. Ich habe nur noch 1 Minute. Der einzige Ort, in dem er noch sein könnte, ist auf der Burg, aber ich bin nicht sicher. Also, was haben wir sonst noch hier? Also, da wird er definitiv nicht gegangen sein. Hundertprozentig. 15 Sekunden, ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube nicht, dass er da hinten ist. Kann nicht sein. Hey, Vlad! Hey, da ist dein Geländewagen. Puh, Leute, ich bin so umgelaufen. Ich muss sogar noch einmal kurz Luft holen. Also, ich weiß es wirklich nicht, wo er ist. Ich werde mal zu den Jungs gehen. Oh, was ist los, Alter? Also, ich sage nur eins. Ich habe keine 500 Euro verdient. 5 Minuten, das ist viel zu kurz. Das klebt einfach nicht. Also, wer jetzt geht, der wird noch Glück haben, weil es ein bisschen noch hell draußen ist. Aber ansonsten wird's hart. Es ist Zeit für mich zu gehen. Wohlgemerkt, ich gehe jetzt. Okay, dann viel Spaß, Sergei. Die auflösbare Stadt. Hier, glaube ich, Glett hat schon alles studiert. Aber für alle Fälle werde ich einen kurzen Blick drauf werfen. Vlad, bist du da? Wir haben schon fertig gespielt, Mensch. Keine Antwort. Oh, eine Lego-Wand. Genau, wir müssen hier zum Gel-Auto rennen. Nicht hier. Noch 30 Sekunden. Also? Vielleicht hier in der Nähe von den Motorrädern? Nein, hier. Oh, was ist denn? Was, Vlad? Ich bin vorbeigelaufen, ohne dich zu bemerken. Was für eine echt coole Tarnung, echt. Das ist es, Leute. Versteckt die Jungs einfach irgendwo weit weg, damit sie im Allgemeinen nicht mal einen Hinweis sehen, dass ich irgendwo hier bin. Leute, ich will mich bei Lego verstecken. Ich werde jetzt in dieser Ecke stehen, werde mich so gut wie möglich abdecken. Ich lasse nur so viel und ich hoffe, die werden mich nicht bemerken. Das war's, los geht's. Komm schon, schneller. Ich habe hier auch noch einen Weißen hingetan. Schaut, die werden es mit meinen Haaren verwechseln. Wer wird als Erster versuchen, mich zu finden? Sind das jetzt wirklich meine 500 Dollar? Also hör zu, wir haben noch einen Teilnehmer. Wie schnell hast du es geschafft? 4:45. Sehr gut gemacht. Oh, was ist los, Leute, Alter? Ich werde euch jetzt aufregen müssen. 500 Dollar habe ich schon wahrscheinlich in der Tasche. Ja, ich habe es gefunden nämlich, aber ich sage euch nicht wo. Wie lange hast du dafür gebraucht, Alter? Das waren knapp 4:45 Sekunden. Also, das könnte sein, dass er ein bisschen weit entfernt ist. Los, geh schauen, Kabikopf. Los, los, also, meine los, Sense, schnell. Komm, lass uns gehen. Vlad, bist du hier? Also vielleicht hier? Nein, hier ist er auch nicht. Also, ich bin jetzt durch alle Trampoline gegangen, durch alle Rutschen und er ist nicht da. Ich habe nur noch sehr, sehr wenig Zeit, also beschließe ich ins Büro zu rennen. Lass uns gehen, Alter, kommt. Lass schnell, Alter, komm. Seltsam, es ist niemand mehr im Büro hier. Vlad, wo bist du? Komm raus. Er ist auch nicht im Schrank, Alter. Vielleicht im Büro oder so. Das Licht ist an. Nein, er konnte sich definitiv nicht hier verstecken. Also, okay, Alter, im Büro ist er nicht. Rennen wir wieder auf die Straße. Also, im Büro ist er nicht, Alter. Ich sah sofort diesen Gelik hier, Alter. Das Lager vor den Augen, Alter. Ich halte mein Fernglas ein. Ich konnte ihn nicht sehen, Alter. Ich habe eine andere Idee, wie wir sie überprüfen können, Alter. Was ich überprüft habe, auf den Rutschen vorbeigelaufen bin, Alter. Kommt jetzt. Ah, wer ist denn hier, Alter? Guten Tag. Und wie geht es? Du hast sicher mehr als 5 Minuten gebraucht. Nein, nicht mehr, Alter. Genau 5. Na und? Okay, was du hast mich gefunden. Wie findest du mein Make-up? Nun, es hätte besser sein können. Wie ich zum Beispiel, aber würdig, Alter. Verdammt, es scheint mir, dass man mich überhaupt nicht sehen kann. Ich nehme mein Handy raus, öffne die Frontkamera und ich sehe nur die Wand. In Ordnung, raus hier, Alter. Konntest du dich ja mal deine Beine schminken oder was, Alter? Ich dachte, es wäre schneller, weil es schon dunkel wurde. Okay, gehen wir zu den Jungs, komm.
Leute, ich hab ihn gefunden hier. Hey, wo warst du gewesen, Mann? In Lego? Er war im Lego. Es fühlt sich an, als hätte Serioge mich schneller gefunden als Kubikov. Daher, Serioge, Apple Pay. Okay, dann bekommst du es halt später. Nun, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und unser Make-up auch. Dafür, so scheint es mir, kann man ein Like geben. Nun, ich war bei euch. Mein Name ist Vladafir. Gelernt. Kubikov, Serioge. Auf Wiedersehen an alle. Gelernt, Kubikov, gelernt. Blatt Papierchen, gelehnt, Gepikov, gelehnt, Blatt Papierchen, gelehnt, Gepikov, gelehnt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.